Hallo Leute, es geht weiter mit Whispering Willows. Zuletzt war ich im Irrgarten und bin am Ende auch ein bisschen tatsächlich herumgeirrt. Zwar nicht mehr im Garten, aber dachte, ich müsste da raus. Ist nicht ganz so. Ich muss wieder rein ins Labyrinth. Ich habe da drinnen nämlich etwas übersehen. Ich hatte mich nämlich nach der letzten Aufnahme ein bisschen erkundigt. Und ja, werde das jetzt nochmal probieren, weil ich habe da so eine blöde Stelle übersehen. Und ich war an der Stelle. Oh, und da muss ich mich eigentlich nur zum Geist machen und dann komme ich auch weiter. Und ich habe es natürlich nicht gemacht. Deswegen werde ich das auf jeden Fall nochmal machen. Problem ist, dass es jetzt schon wieder eine Woche her ist oder so, dass ich gespielt habe. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, dass ich den Weg finde. Aber ja, selbst wenn ich 2-3 Mal die falsche Tür nehme oder so, irgendwann werde ich da schon hinkommen. Hier nicht. Hier geht's ja aber weiter. So, nehme ich mal die Tür. Gucken wir mal, wo ich bin. Schon mal gut. Es war irgendwie rechts auf jeden Fall. Also es muss irgendwas rechts sein, sonst habe ich keinen Plan. Okay, hier komme ich nicht weiter. Hier ist so eine Flötenstatue. Ach Mensch, wo ist denn diese Stelle? Nehme ich mal die letzte Tür. Hier könnte ich weiter, brauche aber ein Tier. Und ein Tier habe ich hier nicht. Also habe ich jetzt erstmal Pech. Dann nehme ich jetzt nochmal die vorderste Tür. Ich hatte jetzt die hintere, die mittlere. Dann nehme ich nochmal die hier. Da war ich doch gerade schon. Hä? Verwirrt. Jetzt bin ich durcheinander. Naja, ich suche. Was war hier links, wenn man nochmal hier durchging? Noch eine Tür. Okay, dann gehe ich mal durch die hier. Hier geht's nicht weiter. Was war hier? Ah, jetzt sind wir auf der anderen Buschseite sozusagen. Okay. Durch welche kamen wir denn? Gehe ich jetzt wieder zurück oder? Nee, hier war ich nicht. Genau, hier ist die Stelle, wo ich hin will. Und ich dussel, mach mich hier mal jetzt zum Geist. Wie ging denn das nochmal her? So doof, ne? Ich habe mich nicht als Geist hier gemacht. So, jetzt gehe ich mal hier lang, wo ich noch nicht war. Ach, und da ist eine nächste Blume. Guck mal. Guck mal einer an. Haben wir dann auch alle Blumen? Denn das wäre ja gut. Dann können wir das dem Mädel wiedergeben. Ja, kannst du die nicht da... Doch. Da durchbringen. Ich frage mich, wie diese Statue zerbrochen ist. Nee, du sollst die Blume nehmen. Nimm die Blume. Blöd. Steht doch direkt vor ihr. Geht doch. Oh, ich habe nach dir gesucht. Ja. Wir haben die nächste Blume bekommen. Jetzt müssen wir ja nur noch zurück. Zurück zu dem Mädchen. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Blumen. Ich weiß es gar nicht. Waren das 2 oder 3, die sie wollte? Ich habe keine Ahnung. Ich mach so einen Busch. Ach ja, die ganzen Büsche. Was zum Zerschneiden. Okay, hier bin ich auch falsch. Falsch. Ich will nur zurück jetzt erstmal. Den Weg zurück. Ich weiß nicht, wo es zurückgeht.
Ach, Mano. War das doch weiter rechts? Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass ich von so weit rechts kam. Ach ja, ich bin durch die Tür gegangen, stimmt. Nee, nicht die ganzen Türen jetzt wieder. Leute. Wenn man einmal raus ist aus dem Spiel, ne? Das letzte Mal konnte ich mich noch richtig gut zurechtfinden und jetzt bin ich wieder voll verwirrt. So ein Trompetenstatus kann ja nicht richtig sein. So ein Flötenstatue meine ich. Es kann nicht richtig sein. Die Statuen sind nie richtig. Ich kam nicht von einer Seite, wo eine Statue ist. Bin hier, glaube ich, komplett falsch. Kann das sein? Bin ich doch von links gekommen? Kann doch gar nicht sein. Wie merkwürdig. Wer war denn hier? Huch. Buford, der Hund. Wuff, wuff. Okay, dann folgen wir dem Hund mal. Wenn der Hund uns dahin führt, dann mache ich das jetzt mal. Ich weiß zwar nicht, wo der auf einmal herkommt, aber nö. Bufo? Bufo? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Du Hundchen, wir brauchen den Hund. Das ist bestimmt das Tier, was wir brauchen für diese Reben. Der ist direkt hinter uns gewesen. Buford. Ja. Zeig mir den Weg, Hundi. Die letzte Tür, alles klar. Ich war gerade auf dem Weg zurück, ne? Und jetzt kommt dieser Hund und ich darf den ganzen Weg wieder zurück. Jetzt mach mal die kaputt. Ah, er macht sie sogar kaputt. Ist das nicht prima? Können wir da durch? Kommt der Hund jetzt nicht mehr? Es leuchtet nämlich hier. Wo ist er denn? Wuff, auf. Ja. Der bleibt jetzt einfach hier oder was? Also der Hund, der hängt da rum. Okay. Voll der tote Skeletthund, der einem erstmal hilft. Okay, ich habe noch eine Blume bekommen. Das heißt, ich habe ja jetzt alle, oder? Oh. Marty Sims. Nun, ich bin Marty Sims. Wie ich sehe, hast du meinen Hund Buford gefunden. Ja. Gut, ne? Dafür habe ich auch die Blume bekommen, anscheinend. Jetzt müsste ich aber wirklich alle haben. Tschüss, Marty. Warum ist es jetzt so windig geworden? Ich dachte, der Hund geht jetzt auch mal zu seinem Herrchen, aber nö. Also jetzt müsste ich wirklich alle Blumen haben. Dann hätte ich die vorher auch gar nicht alle gehabt, anscheinend. Das ist ja gar nicht schlecht. Oh, was ist das? Oh, oh, lauf, Mädel, lauf. Lauf.
Gott, oh Gott. Wie schrecklich. Schnell da rein. Ich glaube, das ist der Weg zurück. Ich habe ein bisschen Schiss, hier rumzulaufen. Doch, ich bin richtig sogar. Hey, ich hab's geschafft. Oh Gott. Weg hier. Voll gruselig. Können dann die Büsche greifen uns an. Flower Power, alles klar. Was jetzt? Wo ist sie denn, das Geistermädel? War die nicht hier? Wie hieß sie nochmal? Genau, Skyflower. Wir haben jetzt einen Strauß. Lass ihn mich zum weißen Mann bringen. Ich weiß einfach, dass es ihn aufheitern wird. Ja, mach mal. Mach mal, mach mal. Also müssen wir jetzt auch wieder zurück. Ab zum weißen Mann. Quatsch, ich wollte mich gar nicht vergeistern. Was mache ich denn hier? Um zur Vorderseite der Villa zu gehen. Ja, nee, ich weiß schon wieder gerade gar nicht mehr wohin. In Geräteschuppen will ich jetzt aber nicht, ne? Aber bevor ich mich wieder vertue, probiere ich es nochmal aus. Also zu ihm wollen wir, glaube ich, nicht. Oder? Kannst du mal mit ihm reden? Es wird mir hier immer angezeigt mit Leertaste. Mach doch auch mal. Jeremiah Mode. Ich sollte es nicht sagen, aber eines Nachts hat Mr. Wortham um meine Hilfe gebeten. Ich habe ein Grab für Mr. Darby ausgehoben. Ich habe es jetzt geheim gehalten, aber ich kann es nicht mehr. Ich habe ihn tief in die Katakomben vergraben, in einem abgesperrten Raum, wo niemand ihn finden würde. Du kannst den Schlüssel zu dem Raum haben. Ich will einfach nur meine Hände von dieser ganzen Sache reinwaschen. Ja. Das hatten wir auch schon. Bin ich aber auch nicht weitergekommen. Geh mal erstmal raus. Der Blumenstrauß wird ja jetzt irgendwie dahin gebracht. Das wird wohl das sein, was wichtig ist. Dann gehst du mal hier rein in die Villa. So, musste mal eben kurz einen Cut machen. Entschuldigung. Ich glaube hier unten. Also wenn sie ihm den hier unten bringt, dann kommen wir ja, glaube ich, hier auch weiter dann. Ja, da sind zwei Geister jetzt. Haha. Guck mal. Bringst du dir einen Blumenstrauß? Darby O'Halloran, kleines Mädel, ich danke dir sehr für das Geschenk. Ich kann dir gar nicht sagen, wie leid mir das tut, was geschehen ist. Ich verdiene deine Freundlichkeit nicht, deine Vergebung. Oh ja. Danke, Elena. Tschüss fürs Erste. Tschüss, tschüss, Skyflower. Ja, und das, obwohl er sie getötet hat. Was meinst du damit? Wir haben sie getötet, Elena. Wir haben sie alle getötet. Und ich war der Schlimmste von uns. Ich habe den Schädel von diesem kleinen Mädchen mit dem Hinterteil meines Gewehrs eingeschlagen. Oh mein Gott. Wortham hat mir den Befehl erteilt, aber das entschuldigt nicht, was ich getan habe. Ich bin fertig damit, für ihn zu kämpfen. Meine Seele ist in eine feurige Hölle verdammt, aber ich habe damit meinen Frieden geschlossen. Geh, Elena, finde deinen Vater. Stell sicher, dass du ihn festhältst, wenn du ihn gefunden hast. Oh. Ja, wir kommen jetzt endlich hier durch. Tschüss, Darby. Ich hoffe, du findest deinen Trost. Neuer Tagebucheintrag. Erst verlässt mich Flying Hawk und jetzt Skyflower und Mr. O'Halloran und gerade als ich angefangen habe, sie zu mögen. Er hat sich als netter Mann und letzten Endes als gute Person herausgestellt, trotz einiger Dinge, die er zu Lebzeiten getan hat. Ich freue mich für ihn und für Skyflower. Ihnen wurde viel zu lang das Jenseits verwehrt. Es war höchste Zeit, dass die beiden nach Hause kommen. Ja, finde ich auch. Mal gucken, was jetzt hier so kommt. Ah, Kapitel 3. Worthams Woman. Jetzt sind wir nach oben gefahren. Aber auf der anderen Seite, Zweiersofa. Ich würde mich liebend gern hinsetzen, aber ich muss Dad finden. Eine Notiz.
von Fleur Leroux. Wortham Willis hat die erste Wahl zum Bürgermeister letzte Woche gewonnen. Dieser Ort wird eine richtige Stadt unter seiner Führung, heißt es. Ich habe gehört, er kommt aus Neuengland, wo die Wolken schwarz von der Industrie sind. Sie sagen, er weiß, wie eine richtige Stadt zu sein hat. Oh, ich kann es nicht erwarten zu sehen, was aus meiner Heimat wird. Die Zukunft ist so voller Möglichkeiten. Ich habe Männer kennengelernt, die hunderte von Kilometern gereist sind, um mich tanzen zu sehen. Es ist unbeschreiblich schmeichelnd, aber das sind nicht die besten Neuigkeiten. Der neue Bürgermeister ist heute Abend gekommen, um mich beim Tanzen zu sehen. Ich spürte seine Augen auf mir und das hat mein Herz zum Rasen gebracht. Er hat mir nach der Show sogar Blumen geschickt. Die Welt ist ein Traum und ich hoffe nur, ich wache nicht auf. Ja, aber sie lebt echt in so ein bisschen in so einem Traum irgendwie. Hier komme ich nicht weiter. Dann gehen wir durch diese Tür. Ja, hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Nee. Von Darby O'Halloran. Ich weiß nicht, wie lange ich diese Qual noch aushalten kann. Die Bemühungen meiner lieben Claire helfen nicht mehr, mich zu trösten, wenn mich die Ängste packen. Ich bin beim Schlafwandeln aufgewacht und ich scheine jede Nacht zu demselben Ort zu gehen. Ich gehe dorthin, wo es alles geschah, wo meine Qualen anfingen. Das ist mein Schicksal. Ich soll im Höllenfeuer schmoren. Ich weiß, dass es wahr ist. Ich habe die Hilfe von heiligen Männern ersucht und selbst ihre Segnungen können mich nicht von meinem Leiden erheilen. Manchmal glaube ich, es wäre besser, wenn ich die Finsternis finde, nach der ich mich so sehne. Der Tod flüstert mir im Schlaf zu und ich will ihm folgen. Okay, hier geht's runter. Hier gibt es wieder einen Geist. Wer ist denn hier unten? Oh, eine Frau. Fleur LaRue. Oh nein, ich habe ihn verloren. Es ist, als würde ein Teil von mir fehlen. Bitte, kleines Mädchen, hilf mir, ihn zu finden. Hilf mir, meinen verlorenen Liebesbrief zu finden. Worthams Worte haben immer so gut geholfen, mich zu trösten. Ich werde es versuchen. Liebe Fleur. Nachtlady, ich habe diese Dame getroffen, die einfach nicht aufhört zu weinen. Ihr Name ist Fleur und ich glaube, sie könnte Französin sein, aber ich bin nicht sicher. Ihr Akzent ist schwer für mich zu verstehen. Sie erzählt mir ständig, dass sie irgendeinen Liebesbrief verloren hat. Sie ist deswegen sehr verärgert. Ich finde, sie ist ein wenig melodramatisch, um ehrlich zu sein, aber ich schätze, ich werde ihr helfen. Ich verstehe wirklich nicht, warum Mädchen sich so verrückt machen wegen Liebesbriefen. Es scheint mir ein wenig albern. Tja, das kommt drauf an, ob man halt darauf Wert legt. Hier ist eine Kommode, die ich wegschieben kann. Oh, ich mache hier immer falsche Tasten. Ist ein bisschen blöd. Was ist denn jetzt hier hinter gewesen? Wahrscheinlich muss ich die ganz woanders. Etwas hat geklickt. Aha. Hä? Ach so, da ist so eine Funktion. Deswegen auch die Kommode. Okay. Kapiert. Tür geht auf, wenn da Gewicht drauf geht. Okay. Hier geht's wieder runter. Hier ist aber nichts mehr. Huh, spannend, was jetzt kommt. Wieder irgendwie noch ein Geist. Oh, der sieht ja auch heftig aus. Koch Ramsay Smeraldo. Eines Tages habe ich ein Messer voll Blut gefunden. Weiß nicht, wo es herkam. Ich dachte mir, es sei aus der Küche, also habe ich es da gelassen. Okay. So sollte eine Küche nicht riechen. Schrank geöffnet. Da ist doch eine Da ist das Messer. Okay. Tür ist verschlossen. Ja, ist das jetzt okay mit dem Messer? Ach so, ich kann das so holen. Okay. Reicht das, wenn wir ihm das bringen? Dieses Messer wurde für etwas verwendet.
oder für jemanden. Ja. Und das haben wir ihm direkt geholt, also. Eines Tages habe ich ein Messer. Ja, ja, ja. Da oben ist noch ein Geist. Ach, da waren wir auch schon. Okay. Okay. Ich lasse es dann erstmal so. Was ist mit der Tür? Du schließt die Tür auf. Aha. Huch, wo sind wir denn? Das ist unglaublich. Vielleicht hatte Wortham noch doch keinen so schlechten Geschmack. Ja, hier waren wir ja schon mal. Ja, genau. Aber vorher war die Tür, glaube ich, zu. Das heißt, wir sind jetzt einfach wieder schneller vorne. Mhm, okay. Einfach nur so eine schnelle Durchgangstür, um nicht immer außen rum zu gehen. Oder so. Hm. Gott, was machen wir denn jetzt mit diesem blutigen Messer? Eine Notiz. Von wem, Fleur? Ich tue, was ich kann, um meine Beziehung mit Wortham interessant zu halten, aber ich bin besorgt, dass er kein Interesse mehr an mir hat. Er ist viel kälter und abweisend, wo er doch immer so warm und liebevoll war. Und obwohl er mich noch immer fast jede Nacht besucht, spüre ich, dass er sich verändert hat. Ich weiß nicht, was solch eine Veränderung in diesem Mann, den ich so sehr liebe, verursacht haben könnte. Ich sehe in seinen Augen eine starke Wut und ich weiß weder, woher sie kommt, noch wie es so lange unbemerkt geblieben ist. Wenn er mich mit diesen Augen ansieht, bekomme ich Angst und kann kaum sprechen, geschweige denn mich bewegen. Ich fürchte mich vor dem, was sich hinter seinen Augen verbirgt. Ich hoffe, er wendet sich nicht eines Tages gegen mich. Ja, ein gefährlicher Mann. Wow, sieht sich einer all diesen Wein an. Mom würde es hier sicher gefallen. Mag ja selber persönlich nicht so gerne Wein. Aber wenn es dann so dazu gehört, ein Gläschen mitzutrinken, dann tue ich das. Aber meistens ist es mir zu bitter. Ich habe mal so einen ganz süßen Wein getrunken. Der schmeckte auch gut, aber die meisten sind mir zu bitter. Ich war jetzt da unten und was hat mir das jetzt gebracht? Was hat mir das denn jetzt gebracht? Habe ich da unten jetzt irgendwas übersehen? Während ich so gequatscht habe, vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Nee, da waren doch nur die Weine und da war halt die Notiz. Man ist doch nicht nur für die Notiz jetzt hier runtergekommen, oder? Oder doch? Tja, anscheinend schon. Ich laufe hier einfach mal extra so ein bisschen entlang, weil vielleicht habe ich ja was übersehen. Vielleicht sollen wir ihr ja auch das Messer bringen, aber sie will ja ihren Liebesbrief. Oh nein, ich habe ihn verloren. Es ist, als würde ein Teil von mir fehlen. Bitte, kleines Mädchen, hilf mir, ihn zu finden. Hilf mir, meinen verlorenen Liebesbrief zu finden. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wo dein Brief ist. Ich hätte ja ihm sein Messer wiedergegeben, aber das ging ja nicht. Ja, was hat mir das jetzt gebracht? Ich weiß es nicht. Wen könnte denn das interessieren mit dem Messer? Hm, da war jetzt nicht noch was, oder? Nee. Wenn man jetzt hier durch die Tür geht, ja, ist... Dann komme ich wieder zurück. Meistens ist ja komisch.
Ich meine, er hat's ja auch nur gefunden. Wahrscheinlich ist das eher so die Tatwaffe von jemand anderem. Vielleicht müssen wir ja die demjenigen zurückbringen, die Waffe. Gewächshaus vielleicht? Wüsste jetzt nicht wo, wer. Der Typ, der seinen Hund getötet hat, vielleicht. Kann er damit was anfangen? Nee. Er will, dass wir halt in den Katakomben theoretisch gucken. Aber da ich das letzte Mal da schon herumgeirrt bin, wollte ich das jetzt nicht schon wieder machen. Ich meine, vielleicht ja auch die zwei Quatschgeister. Vielleicht wissen die ja was hier vorne. Hier, vielleicht können die ja was dazu sagen. Die gesabeln immer dasselbe. Aber vielleicht hat der sie ja umgebracht. Hätte ja echt sein können, ne? Dass das auch seine Waffe ist. Keine Ahnung. Kein Plan. Aber jetzt wieder zu dem Typen mit dem Hund gehen, ist doch auch Unsinn, oder? Es ist so ein bisschen Detective-Arbeit hier. Ist nicht so einfach. Und ich habe auch immer noch nichts zum Zerschnibbeln. Ach, weil ich das Messer habe, kann ich das jetzt endlich machen. Oh, ich bin so blöd. Ich habe jetzt endlich was zum Reben zerschneiden. Dann kann ich jetzt auch all die Sachen in der Villa machen. Du wie. Topfpflanzen. Ich wette, Leute wie mein Dad wurden angestellt, um sie zu gießen. Ach, ich bin ja so doof. Na klar, ich kann jetzt die Dinger zerschnibbeln, weil ich was Scharfes habe. Juhu. Wie cool. Und wer ist hier? Alan Wood. Ich war ziemlich gereizt nach dem Tod meiner Eltern, musste meine wissenschaftlichen Arbeiten abbrechen und mich, Leertaste, Blumenladen, der Familie kümmern. Erst als mein Sohn England Leid hatte und vorhatte, sein Glück in der Welt zu suchen, hatte ich diese furchtbare Karriere hinter mir, Leertaste, gelassen. Und trotzdem bin ich wieder hier. Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Aber es hat jetzt keinen. So, ich muss mit dem jetzt nichts. Ich muss mir da eigentlich nichts merken, ne? Bei dem. Quatscht halt ein bisschen. Verschlossen. Ja, gut. Oh, Skelett. Die Reben haben sich durch die Knochen gewunden. Wie gruselig. Voll der gruselige Ort, überall so. Ja. Um rauszugehen, da komme ich ja her. Gut, dann gehe ich erstmal raus. Wie, das war jetzt alles hier im Gewächshaus? Naja, gut. Hier wurde jemand ermordet. Immerhin wissen wir das jetzt. Aber dann muss ich in den Garten und da die Pflanzen zerschnibbeln. Was echt ein bisschen unheimlich ist, weil da ja überall, ja, geh mal zur Vorderseite. Ich hoffe, ich bin dann richtig da. Da waren ja überall diese Pflanzenmonster. Ist schon ein bisschen unheimlich. Toll, jetzt gehen wir nochmal wieder in den Garten. Okay. Ich würde sagen, ich mache hier einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part von Whispering Willows. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.